Hallo und herzlich willkommen zum Videotalk heute mit Sugata Wolf Schneider. Er stellt sich gleich selber vor. Ich freue mich einfach, einen Mann im Gespräch zu haben, der ein außergewöhnlicher Mensch ist mit viel, viel, viel Lebenserfahrung, der ein hervorragender Menschenkenner und Menschenbegleiter ist. Und wir sprechen heute darüber, was denn das Leben für intensive Menschen, für außergewöhnliche Menschen, für die mit den Hoch-X-Themen so besonders macht, vor allen Dingen als Mann. Hallo Sugata. Hallo Anne. Ja, magst du dich einfach nochmal selber vorstellen, weil über deine Tätigkeiten, da gibt es so viel zu erzählen und welchen Ausschnitt ich da wähle. Was ist für dich wichtig? Was macht dich heute aus? Ja, ich bin in einer Übergangsphase in meinem Leben. Ich habe 30 Jahre lang einen kleinen Verlag geleitet, in allen zentralen Positionen und auch es war meiner und da habe ich eben mit spirituellen, psychologischen und auch anderen sozialen, philosophischen Themen mich beschäftigt. Connection hieß der Verlag und ich bin in einer gewissen Szene dort bekannt und habe aber damit aufgehört und erfinde mich jetzt neu. Und das ist spannend in sozialer, wirtschaftlicher und beziehungsmäßiger Hinsicht. Und ich habe so mir ein kleines Kärtchen gemacht, da steht dann drauf Autor, Redakteur, Kabarettist. Und ja, und das ist jetzt meine Identität, die ich aber noch entwickle. Ja. Hört sich sehr nach vielbegabtem Scanner an. Ne? Also ein Mensch, der viel, vieles kann, der auch an vielem Spaß hat, der keine Lust hat, sich auf einen Bereich zu begrenzen und da dann irgendwie hocken zu bleiben, sondern der so im Fluss ist. Ne? Ja, also ich sehe mich als vielbegabt auf jeden Fall. Hochbegabt, vielbegabt, hochsensibel vielleicht auch, wobei ich da eine nicht so harmonische Beziehung zu dem Thema habe, weil, aber gut, das können wir ja später vielleicht noch besprechen. Und ja, wirtschaftlich weiß ich als langjähriger Unternehmer und Selbstvermarkter, dass eine Vielfachbegabung auf einem globalen Markt falsch ist, also zum Misserfolg führt. Ja. Die Leute wollen wissen, was ist genau deine Kernkompetenz, worin bist du besser als alle anderen und dann wirst du gewählt von Kunden. Und, ja. Ja. Aber du hast dich erfolgreich gegen Spezialisierung gewählt, es sei denn, Connection war natürlich nicht Spezialisierung. Jeder, der Osho nah war, der Sanyasin war und das waren ganz viele von diesen Menschenbegleitern, wie wir beide in den letzten 30 Jahren, die kennen Connection. Jeder hat die in der Hand gehabt und gelesen. Und darin konntest du aber auch viel spielen. Ne? Als Publizist kannst du viel, deine Bücher kannst du selber gestalten. Dann hast du den Humor immer noch als einen ganz wichtigen Faktor gehabt. Also du hast dich einfach nicht begrenzen und spezialisieren lassen. Ja, mein erstes und erfolgreichstes Buch war über Tantra. Und ich hätte sicher, wenn ich noch nachgelegt hätte, wäre ich eben Tantra-Buchautor gewesen und sehr erfolgreich. Und ich habe dann weitere Bücher über ganz andere Themen, die mich auch noch interessiert haben, gemacht. Aber die passten nicht in diese Rille, ja, dass ich eben der Tantra-Buchautor sowieso bin. Aber ich wollte mich nicht beschränken lassen. Ich habe dagegen rebelliert, was ökonomisch nicht sinnvoll ist, aber meiner Neugier entsprochen hat. Mhm. Und innerhalb von Connection, ja, ich dachte dann, ich könnte sozusagen dass ich eben mehr Generalist als Spezialist bin, das könnte ich auch zur Markeneigenschaft von meinem Persönlichkeitsprofil machen. Aber das ist nur bedingt gelungen, ja. Wir sind ja auf das Thema gekommen, als wir uns vor einigen Wochen mal unterhalten haben darüber, dass so ganz viele Menschen, die diese Hoch-X-Themen in sich tragen, außergewöhnliche Menschen, sage ich am liebsten dazu, dass die von ihrem Umfeld häufig den Satz hören, du bist mir aber zu viel. Ja. Du bist zu intensiv, du bist zu, ne? Das zu. Ja, ist das ja. Was du auch schon öfters erlebt hast? Ja, und wie? Also dieses, ich bin zu viel, das ist so ein Satz, da denke ich, oh, Hilfe, das schon wieder. Ja, weil da treffe ich drauf und wenn man immer wieder auf selbe trifft, dann kann man natürlich nicht sagen, ich habe jetzt das falsche Objekt für meine Liebe oder Hinwendung gefunden, sondern es muss was mit mir zu tun haben, ja. Also ich bin zu viel, das hat was mit mir zu tun. Und dass ich viel bin und viel kann und vielfältig bin und neugierig Multitasking kann und trotzdem zentriert und fokussiert bin dabei, das sehe ich persönlich nicht als eine negative Eigenschaft. Aber ich merke,
Das ist bei ganz vielen Menschen, die ich erwählt habe, und jetzt in unserem Gespräch war das speziell eben Liebesbeziehungen, dass das eine Frau, die mir sagt, oh, du bist so toll, alles ist wunderbar mit dir und ich bin begeistert und nie vorher so schön. Und dann aber Hilfe, 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 das ist mir zu viel. Du bist zu groß, das höre ich auch. Ich bin ja klein und du bist groß. Und dann denke ich, was habe ich nur getan, um uns auf diese Schräge zu bringen? Ich empfinde mich doch gar nicht als größer als du, aber das höre ich und es ist mir zu viel. Auch wenn ich so fokussiert bin, dass ich also im Zuwendungssinne treu bin, im sexuellen Sinne treu bin, im emotionalen Sinne treu bin, kommt immer noch dieses Thema auf, dass du dich für so vieles andere so stark interessierst und so viele starke Themen in mein Leben einbringst, philosophische, psychologische, politische, Partnerschaft, Sexualitätsbewusstsein, alle diese Sachen, dass ich dann ganz viele Impulse kommen auf mich zu. Und ja, vor 2 Jahren hatte ich eine wunderschöne, tolle Beziehung, ein halbes Jahr lang ging die. Und eine Frau sagte dann, wir waren total begeistert voneinander. Und dann sagt sie mir, wenn ich mit dir ein paar Stunden zusammen bin, dann muss ich mich erstmal zurückziehen. Und dann gehe ich zu meiner besten Freundin oder Therapeutin und verarbeite das alles, weil das alles in mir auspasst, das alles mit dir zusammen zu sein. Grundsätzlich wunderbar, mega positiv. Aber wenn ich das nicht verarbeite, dann komme ich in meiner Reaktion mit unausgereiften Sachen auf dich zurück und bestürme dich mit Sachen, die mir nachher vielleicht peinlich sind und so. Ich muss sie erstmal verarbeiten, dann komme ich zurück. Und dann das Feedback war, du bist für mich etwas zwischen, ich kenne spirituelle Lehrer, also habe ich gehabt. Mhm. Und ich kenne Liebespartner. Und du bist für mich irgendwie beides zusammen. Und ich krieg's gerade irgendwie nicht auseinander, weil spiritueller Lehrer bedeutet für mich, du bist für mich Impulsgeber. Und ich versuche, dass ich das, was ich bekomme, also für mich verwende, dass ich nicht gucke, wieso kommt jetzt gerade dieser Impuls von dir, sondern ich gucke nur mich an, was löst es in mir aus. Mhm. Dafür brauche ich Zeit, dafür brauche ich einen Rückzug. Und da kommt dann dieses zu viel, ich brauche den Rückzug. Und dann sage ich, ja, eine tolle Liebespartnerschaft, das ist doch für uns beide, wir sind einander Impulsgeber. Du bist mein Guru, ich bin dein Guru. Und wir gucken, dass wir da irgendwie eben die Augenhöhe bewahren, dass es nicht allzu schräg wird. Es wird natürlich manchmal schräg, dann bewundere ich dich für etwas, wo ich sage, wow, das habe ich in meinem Leben noch nicht verwirklicht. Und dann ist es mal andersrum und dann haben wir diese Schräge. Und wenn da ein Wechsel ist oder eine Wellenbewegung, dann finde ich das prima. Aber durch diesen Rückzug, da kam wieder dieses zu viel. Und das habe ich in auch so vielen anderen Beziehungen erlebt. Ja. Frage ich mal andersrum. Gab es auch Menschen in deinem Leben, für die du nicht zu viel warst, wo es genau gepasst hat, die Dosierung des Sugata Wolf Schneider für den anderen, wo es dann aus anderen Gründen vielleicht nicht gepasst hat. Aber was zeichnet solche Menschen auf? Ich kann es von mir aus sehr genau beschreiben. Die noch nie zu mir gesagt haben, du bist mir zu viel. Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, die nicht, obwohl du so bist, wie du bist, sondern weil du so bist, wie du bist, finde ich dich wunderbar in meinem Leben. Und vielleicht kennst du das auch. Also da muss ich jetzt nachdenken. Und es bringt mich natürlich auch zum Nachdenken, dass ich da nachdenken muss. Das ist, fällt mir nicht spontan jemand ein. Mir fallen Situationen ein, wo ich einen anderen Menschen als groß, aber eher bewundernswürdig groß empfunden habe, sodass ich die Nähe gesucht habe. Mhm. Und ein Beispiel, das möchte ich auch gleich erzählen, wo es dieses zu groß war bei einem anderen Menschen. Und im Kreativ- und Business-Bereich habe ich das erlebt, dass ich so das Gefühl habe, wow, das ist toll. Du bestürmst mich mit so vielen Impulsen und es ist mega schön. Und du kannst es akzeptieren, dass ich dich mit ähnlich vielen Impulsen bestürme und wir können in eine ko-kreative Beziehung gehen.
Das ist toll, dass du das gerade sagst, in diese Parallele zum Job, weil da ist es für viele vielleicht noch ein bisschen leichter nachzuvollziehen. Meine Erfahrung ist als selbstständiger, unternehmerisch denkender Mensch, dass jede Kooperation, sprich Partnerschaft, nur mit denen wirklich gut gelungen ist, die auf gleicher Augenhöhe waren, die gleich viel konnten oder sogar noch in einem Bereich etwas besser waren, wo wir uns total ergänzt haben, wo es nicht darum ging, also so Trittbrettfahrer und ich mache mal mit, sondern wo wirklich zwei gleichwertige, gleich starke, gleich potente Menschen zusammenkamen. Und das hat super funktioniert oder funktioniert heute noch. Ja. In der Partnerschaft wird es ähnlich sein. Ja, mir fallen so viele Sachen ein. Gerade bin ich am Beginn eines Ghostwriting-Coachings für eine 30 Jahre jüngere Frau. Ich begleite, die wunderbare Kompetenzen hat, wo ich nur denke, wow, was für ein Wesen. Und mit der möchte ich in Kontakt sein. Ja. Und wo ich denke, dass wir sehr verschieden sind, irgendwie auch ähnlich, aber uns in gleichem Maße mit kreativen Impulsen bestürmen, wertschätzen, dass das so ist und da in eine künstlerische und kreative und Business-Beziehung eintreten. In der Liebespartnerschaft, dass ich mit allem, was ich so bin, angenommen wurde. Doch, das hatte ich mal, aber das war eine Frau, wo die auch eine gewisse Schräge akzeptiert hat, die mich als einen weiterentwickelten Menschen akzeptiert hat, dass sie in stärkerem Maße von mir Lernende ist als umgekehrt. Das war eine wirklich tiefe Liebesbeziehung. Das ist über 30 Jahre her. Und da bin ich ausgestiegen, weil ich nicht Haushalt, Kinder kriegen und das alles wollte. Ob ich zu jung oder irgendwie nicht richtig darin empfunden und wollte zu meinem Meister nach Indien und mit ihm so den ganzen heiligen Weg gehen. Ja. Also das war so die Entscheidung zwischen Laienleben und Mönchsleben so ein bisschen. Ja, es gibt ja manchmal Menschen, die passen perfekt, aber es ist eine falsche Umgebungssituation oder falsche Lebenszeit oder ein falsches Alter. Ja. Dann haben wir keinen Einfluss drauf. Ja, ja, ja. Und die andere, wo dieses Schräge oder Augenhöhe und sowas, das kommt ja da auch rein, indem du bist zu viel. Ich wollen ja, manchmal treffe ich auch Leuten, also wo ich jetzt so als Coach oder Kabarettist oder Seminarleiter oder Trainer auftrete, die überschüttet werden wollen mit den vielen Impulsen. Mhm. Die gebe in dem Seminar, die sind dann toll. Die können es aber mit mir im Alltag nicht aushalten. Das macht ja nichts, weil wir nicht den Alltag teilen. Ja, ja. Und ich hab vor, vielleicht war das ja, 37 Jahren, glaube ich, habe ich mit meiner damaligen Freundin einen Ashram gegründet, also von meinem indischen Meister angeleitet und war ich plötzlich Ashramleiter, also als 28-Jähriger oder sowas, in einer plötzlich einer Position von wow. Und war aber alles super und ich habe eine therapeutische Ausbildung gemacht im Seminarleiten und Körpertherapien und so weiter bei meinem Lehrer. Und der hat dann von seinem Institut in Holland und mein Ashram in Deutschland, wollte er dann an der Silvester-Veranstaltung die beiden Institute miteinander verheiraten, vermählen. Der war auch so ein Spieler, der mit Strukturen gespielt hat und er hat sein Institut und ich habe mein Institut gehabt und dann hat er gesagt, wir verheiraten die beiden, weil ich bin so gern bei dir und so gern bei mir. Und damit hat er mich auf eine Ebene mit ihm gehoben und das war für mich also eine Wow-Nummer zu groß. Das konnte ich irgendwie nicht nehmen, dass mein großartiger Lehrer mich auf sozusagen auf seinen Rang hochgezogen hat. Also das habe ich auch äußern können immerhin. Und da habe ich auch Jahre noch gebraucht, um das zu akzeptieren. Das ist jetzt mehr das Thema Augenhöhe als dies zu viel, weil der war mir eigentlich nicht zu viel. Ich bin erstmal erschrocken vor ihm. Unter allen Gruppenleitern, die ich hier kennengelernt habe, bin ich vor ihm am meisten erschrocken. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich hin, wo die Angst am größten ist. Genau, genau, so mache ich das auch immer. Ja. Ja. Ja, und dann war ich 2 Jahre sein enger Schüler und Trainee und so weiter und bin nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ich mich das getraut habe, dass ich das gemacht habe und dass ich schließlich nach vielleicht 10 Jahren akzeptieren konnte, ich bin irgendwie auch eine große Nummer oder so, also auch so toll wie er in gewisser Hinsicht. Ja. Einfach, wir sind Menschen und haben beide viel zu geben, so etwa. Ja.
Wenn du mal so zurückdenkst, hast du das Gefühl, dass es für Frauen eine andere Fragestellung ist in der Partnerschaft mit einem Vielmenschen als für einen Mann? Kann der ein Mann das normalerweise anders oder besser bewältigen? Ja, also ich meine, wenn man tief genug in die Beziehung reingeht, und dann ist es gleich. Das ist, als würden die Geschlechtsunterschiede dann verschwinden. Aber wir jetzt in der Patriarchatdämmerung, sage ich mal, wo es allmählich zu Ende geht mit der Männerherrschaft und noch natürlich gewaltige Bewegungen da unterwegs sind, ist es nach wie vor sozial akzeptierte in unserer Art von Gesellschaft, dass du einen vielbegabten, hochbegabten, wie hast du gesagt, X irgendwas, X-Menschen hast als Partner in Teambeziehung oder Kreativbeziehung als eine Frau. Da hat unsere Gesellschaft noch auf dem Gebiet, was Frauen anbelangt, mehr dazu zu lernen. Ja, ja das stimmt so. Und was ist da jetzt für dich die Quintessenz, nachdem du dich ja mit dieser Thematik erst seit einigen Wochen und Monaten beschäftigst? Gibt es da für dich draußen eine Regel zum Handeln, die du ableitest? Zum Beispiel, wie du heute Menschen betrachtest, weil das hat ja sehr viel aus meiner Erfahrung mit der Selbstakzeptanz zu tun. In dem Moment, wo man sich selbst total akzeptiert, sagt, ich bin halt so und ich bin viel und ich kann viel, ich will mich nicht downsizen, dann ist es sehr oft so, dass man die eigene Ausstrahlung verändert. Es werden andere Menschen ins Leben treten, die viel eher in dem Resonanzkontext auch gut tun können. Ja, das ist definitiv der Fall. Und was du so erzählt hast, ist ja genau das passiert. Ja. Ist auch ein Kontakt, das steht für mich eben biografisch gerade an, aber ist auch sehr stark initiiert worden durch unseren Kontakt zwischen dir und mir, dass es mir stärker bewusst worden ist, diese Hoch-X-Eigenschaften. Und ich treffe Menschen, die dich hochinteressant finden und die mich hochinteressant finden, in höherem Maße. Mhm. Wo ich jetzt, es hängt damit auch zusammen, dass ich dieses kleine bayerische Dorf, was ich 26 Jahre bewohnt habe, am Verlassen bin. Jetzt im Moment bin ich gerade in Berlin und bin völlig begeistert von dieser Stadt und der Vielfalt hier und fühle mich sehr zu Hause mit diesen Upstarts, mit diesen kreativen Menschen und der Offenheit und Diversität dieser Stadt. Und zu Anfang dachte ich, ja, unter dem bayerischen Dorf, da leide ich ja nicht, das macht mir nichts, ich habe meine innere Stärke und Zentriertheit. Aber die soziale Umgebung spielt eben doch eine Rolle. Mhm. Und dann beschäftige ich mich auch mit, also zum Thema Hochbegabung möchte ich ein bisschen was sagen, weil das war mir vorher nicht, irgendwie nicht bewusst. Das war irgendwie im Schatten. Ja. Aber es ist verrückt, weil wenn man deine Texte liest und deine Bücher liest oder deine, du hast ja heute den Blog, wo du immer noch sehr aktuelle Themen oder auch sozialkritische, gesellschaftliche Themen beschreibst. Du bist so ein Sprachakrobat und du kannst so wunderbar feinsinnig mit Sprache umgehen, dass wer das liest, der weiß, das ist ein hochbegabter Mensch. Alle außer mir. Ja. Ist ja spannend, ne? Macht nichts, ist nie zu spät. Also ich habe mich auch nicht, manche sagen dann oft so, wow, wie du formulierst, so wie du es jetzt auch sagst, ich habe das nicht, also ganz lange Jahre nicht als meine Kernkompetenz angesehen. Mhm. Deutsch war tendenziell eher ein schlechteres Fach. Naturwissenschaften war gut, Deutsch kam ich so gerade über die Runden. Ja, also ich habe mich nicht als 20-Jähriger, nicht als sprachlich besonders gesegnet gefunden. Aber ich habe 30 Jahre geübt jetzt. Und wenn man etwas lang genug macht, dann irgendwann kann man es auch, wenn man nicht ganz blöd ist. Das ist meine Selbstwahrnehmung, ja. Also jetzt ist es schon meine Kernkompetenz. Aber ich gehe nochmal zurück in die Zeit meiner Gymnasialzeit. Ich habe da, also ich war lange Zeit erstmal unter den Jüngsten in der Klasse, habe erst passabel, dann gute Noten bekommen, dann so gute Noten, dass ich eine Klasse übersprungen habe. Das haben meine Lehrer mir empfohlen. Und zwar zum ersten Mal in Bayern so, dass das gemacht wurde mit zwei anderen aus meiner Klasse. Die wollten halt mal schauen, kann man die Hochbegabten irgendwie fördern. Der Ausdruck Hochbegabung war für mich nicht präsent. Den gab es auch damals noch gar nicht. Ist ja relativ modern. Ja, und dann wurde ich halt von der 9. in die 11. Klasse versetzt und war von Anfang an sofort wieder Klassenbester und Einserschüler. Ja.
Und ich musste mich dann verwahren gegen dieses Image eines Strebers oder Genies. Das Gefühl hatte ich immer, ich muss jetzt eben Faxen machen oder die Lehrer blöd finden oder die Hausaufgaben schwänzen oder sowas tun, um mich als normal zu zeigen, weil ich nicht ausgegrenzt werden wollte. Ich wollte so irgendwie ohne Ausgrenzung, die für mich dann immer in die Angst vom Lynchen ging, wollte ich über die Runden kommen, ja. Und war kein sozial kompetenter Mensch. Ja. Ich war eher ein Einzelgänger, zurückgezogen, introvertiert und habe immer gehofft, wann ist die Schule endlich zu Ende? Dann bin ich frei nach dem Abitur. Also und dann, ich glaube, ich habe das beste Abitur meiner Schule gemacht. Das wurde aber nicht viel erwähnt. Einser und Zweier und so. Und ich bin dann auf Weltreise gegangen erstmal, bevor ich studiert habe. Aber dieses Thema, dass ich als Genie gesehen wurde, aber das nicht irgendwie an mich ranlassen wollte oder in meiner sozialen Umgebung auch bitte, 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 versteht mich nicht so, war dieses Gefühl, ich habe mich geschämt. Mhm. Eine Scham, warum muss man sich denn schämen? Also ist nicht logisch. Aber für mich kam das so an und ein Rest von dieser Scham ist bis heute da. Ja. Ja, schön, wie du das beschreibst. Was du beschreibst, ist eine klassische Schulkarriere eines hochbegabten Menschen. Natürlich, als ich 65 frühzeitig eingeschult wurde, gab es auch den Begriff nicht. Man hat halt gesagt, ne, lass ihn mal, ne, soll man schon mal in die Schule gehen. Dass es dann auch irgendwie intrapersonelle Konflikte dadurch geben kann und auch mit den anderen drumherum, da hat doch keiner drauf geachtet. Es ist ja schön, dass das heute besser geworden ist. Aber es ist ja natürlich auch so, dass wir, auch wenn wir jetzt schon jenseits sind und grauhaarig, dass wir immer noch diese Akzeptanz wirklich nähren können, dass sie richtig zum Blühen kommt und dass man schamfrei so leben kann. Wirklich schamlos leben. Unverschämt leben. Und ich finde, du kannst das toll. Du kannst das toll sogar da. Unverschämt leben. Ich meine, Unverschämtheit mag ich sehr, obwohl ich habe ein Schamgefühl. Ich bin jetzt auch Co-Leiter oder Assistent in der Tantra-Training. Und da geht es ja auch viel um Scham, sich zu zeigen und sich zu erlauben, eine freie Sexualität und Liebesentfaltung. Und finde Scham nicht generell schlecht. Im sozialen Kontext hat man, wer Intimität schätzt und auch bereit zu schützen. Dafür ist ein Schamgefühl gar nicht schlecht. Aber dass ich diese Eigenschaft habe, diese, nennen wir es mal, Hochbegabung, deswegen, also mein Kopf sagt mir, natürlich muss ich mich nicht dafür schämen. Und wenn ich aber jetzt in Beziehung betrete mit Leuten, die jetzt sich nicht selbst als hochbegabt empfinden und vielleicht nach irgendwelchen objektiven Kriterien auch das nicht sind, ich will aber trotzdem mit Beziehung treten und ich sage ja nicht, ich will mich nur auf diesem Niveau von Hochbegabung mit anderen Leuten einlassen. Das ist überhaupt nicht so der Fall. Aber ich will mit diesen Leuten auch auf eine respektvolle, also wirklich menschlich respektierende Art zusammen sein. Nicht, dass ich sage, du bist nicht so hochbegabt wie ich. Also du kommst jetzt mal später dran irgendwie. Das habe ich im normalen Zusammensein nicht. Aber ich merke, dass Menschen dann so dieses Augenhöhe-Geschicht in diesem egalitären, antihierarchischen Weltmeme, was ja sehr, sehr stark ist, präsent in der Akademie und in dem westlichen philosophisch-psychologischen, politischen Weltwahrnehmung. Eben das, was Ken Wilber das grüne Meme nennt, in Spiral Dynamics, das ist auch in den Zweierbeziehungen sehr stark. Du stellst dich mit irgendwas über mich. Und wenn ich mit meiner Hochbegabung oder Vielfachbegabung dann irgendwie rauskomme und die zeige und sie nicht verstecke, dann kommt oft dieses Erschrecken. Hilfe, du willst dich damit über mich stellen und wo bleibt es mit der Augenhöhe? Aber das sagen auch wahrscheinlich nur diejenigen Menschen, die ein eigenes Thema haben mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ne, wer sich selbst immer in Zweifel zieht, der wird das nicht denken oder einfach sagen, geil, dass du so bist, wie du bist. Ja, aber wir sind so viel Selbstvertrauen hat. Das finde ich natürlich wunderbar. Also wenn ich einen Menschen treffe, der jetzt, egal was der für Schulnoten gehabt hat oder wie der Intelligenztest besteht, ein Mensch ist wunderschön, der sich selbst akzeptiert und der strahlt in der Liebe. Und da kann ich auf die Knie gehen vor diesem Strahlen. Und das ist wie wenn ich eine Blume bewundere ich die Individualität dieses Menschen. Und so will ich auch gesehen und bewundert werden.
und nicht, ob ich irgendwie ein paar IQ-Punkte besser dran stehe an einem Test, der sowieso zweifelhaft ist. Ja, na, voll klar. Also da sind wir uns ja wirklich einig. Es ist nur eine andere Form der Sichtweise auf die eigene Persönlichkeit. Ist auch eine Schublade, es ist ein Etikett, wie so viele andere auch. Aber für viele Menschen ist es ja doch ein echt wichtiges Erkenntnispuzzlestein, um sich selbst zu verstehen, zu wissen, ja, da ist etwas in mir nicht defizitär. Du hast das wunderschön erzählt, wie du dich als Kind gefühlt hast. Ja, ich bin sozial inkompetent, ich kann dies nicht und jenes nicht, bin ich massentauglich und all das. Wenn man aber erkennt, dass diese Wesenheit, die da in einem sich ausdrückt, auch was mit der Hochbegabung oder Vielbegabung zu tun hat und sich deswegen das Umfeld derart gestaltet und dass man auf eine bestimmte Art und Weise mit Menschen interagiert, was eben nicht mit dem Defizit zu tun hat, sondern nur mal was mehr ist. Ich glaube, da kann sehr viel Frieden eintreten in den Menschen. Und dafür ist es wichtig, mal so ein Etikett zu haben. Ich bin sehr froh, dass du mir diese drei Labels angeboten hast zum Selbstverständnis und Weltverständnis. Das ist wirklich, wirklich hilfreich. So rückblickend meine eigene Biografie auf mein heutiges soziales Leben und Berufsleben, das hilft mir sehr. Also es gibt die Etiketten, der hat immer Furcht vor Schubladen, aber sobald man Mund aufmacht und Sprache verwendet, entstehen Schubladen. Das hängt ja auch immer mit dem Rezeptor zusammen. Was mache ich mit dem und so. Aber Begriffe zu haben und unterscheiden zu können, ist grundsätzlich begrüßenswert. Ja, schön. Ja gut, also das heißt mit anderen Worten, du bist jetzt dabei, diese Anteile so zu integrieren und ich bin ganz sicher, wie du jetzt schon beschrieben hast, dass sich nach relativ kurzer Zeit dein Umfeld auch entsprechend verändert, von ganz alleine. Da musst du gar nichts zu tun und dann kannst du dich eigentlich nur noch auf die kommenden Abenteuer freuen. Das tue ich und mir fällt auch gerade noch was ein, wie ich jetzt so entdecke, wie ich damit umgehen kann, ist das Thema Dosierung. Ja. Also man sagt ja in der Pharmazie eben, nichts ist Gift oder nichts ist Heilmittel an sich, sondern es kommt immer auf die Dosierung an. Ja. Paracelsus oder wer hat es gesagt? Und jeder Pharmazeut weiß das. Mhm. Und ich kann mit dem, wie ich mich bin und wie ich mich zeige, mute ich mich einem anderen zu. Ganz besonders in einer Paarbeziehung, in einer Liebesbeziehung, aber auch in der WG im Zusammenwohnen. Die Eltern muten sich ihren Kindern zu und umgekehrt. Und überall ist dieses, um in Liebe zu sein und in Frieden miteinander, muss man einander sich zutrauen, sich dem anderen zuzumuten, aber auch diese Zumutung in sich aufzunehmen. Ja. Und jetzt versuche ich zu lernen. Das ist wieder ein neues Lernfeld für mich. Diese Dosierung in Frieden mit mir selber, einem anderen zu dosieren. Also wenn ich dieses Feedback kriege, was ich sicherlich weiterhin immer wieder kriegen würde, du bist mir zu viel, Hilfe, Hilfe. Und dann läuft sie weg oder er weg. Und dann denke ich, oh, warum läuft sie denn weg? Und wie kann ich denn zu viel sein? Und dann sage ich, okay. Also ich, zum einen kann ich natürlich mich vor allem den Menschen zumuten, die mich als vielfältigen und hochbegabten nehmen können und sich darüber freuen, das wäre ja noch besser. Oder ich kann sagen, ich dosiere anders. Ja? Also ich bin dann nicht so emphatisch, ich bin eben vielleicht milder, sanfter, vorsichtiger in meiner Verbalkommunikation oder wir treffen uns nicht so häufig und ich will nicht gleich zu dir in die Wohnung ziehen und 24/7 mit dir teilen und so weiter, was ja irgendwie dann so ein Wah wäre. Das wäre ja definitiv zu viel. Und wenn dir schon eine Stunde genügt und du bist happy damit, ja, dann können wir uns nächsten Monat vielleicht mal wieder für eine Stunde treffen. Okay, du zeigst jetzt gerade zwei sehr unterschiedliche Pole, aber irgendwo dazwischen kann ja viel, viel stattfinden. Ja. Ich glaube, wenn man das so weiß, dass man so zu viel ist, die Dosierung ist sicherlich ein ganz wichtiger Weg. Ja. Ja. Da muss ich mich in der einzelnen Stunde nicht zurückhalten. Weil Zurückhaltung ist für mich immer wie mit Handbremse fahren oder auf der Bremse stehen und Hilfe, was sage ich denn jetzt? Ich mag ja undosiert, ungehemmt mich zumuten. Dann fühle ich mich frei und dann fühle ich mich vital und kreativ und lebensfroh. Und wenn du das eben nicht mehr als 2 Stunden am Tag oder einmal im Monat ertragen kannst, aber ich will trotzdem nicht sagen, dich von meiner Sozialkontaktliste streichen, dann kann man es vielleicht mit der Dosierung regeln. Ja, genau. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber.
Ja, gibt es noch irgendetwas, was für dich ganz wichtig ist, was du einem Zuschauer noch so mit auf seinen Weg geben möchtest? Ist da noch irgendein Hinweis, Rat, Tipp, ein Wunsch? Ja, also mich beschäftigt sowohl das in den Zweier- und sozial, kleinen Sozialbeziehungen, Familie und Liebesbeziehungen, wie das Thema dieser X-Eigenschaften reinkommt, aber auch im größeren sozialen Kontext. Und meine Lösungssuche geht in die Richtung, also in dem anderen Menschen immer, das Subjektive, also das Zentrum des Universums zu suchen. Ich bin das Zentrum des Universums. Man kann dazu sagen, meines Universums, aber holographisch gesehen ist es ja alles eins. Du die Mitte des Universums und ich bin's. Und wenn wir einander so betrachten, aufeinander zugehen, von dieser Mitte des Universums zu der Mitte des Universums sind wir in Kontakt, dann tun alle Begabungsunterschiede, alle Schrägen, das können auch verschiedene Lebenserfahrungsunterschiede sein, irgendwas. Du kennst die Stadt Berlin oder Frankfurt besser als ich, natürlich lasse ich mich von dir führen. Es wird dann alles peripher, ist nicht mehr zentral relevant. Und wenn man diese Art der Begegnung hat, auch im Politischen, wo es ja darum geht, gibt es eine fortgeschrittenere Kultur, ist die Demokratie wirklich besser als die Autokratie, ist eine aufgeklärte Gesellschaft besser als eine fundamentalistische, da sind ja auch Werteunterschiede drin. Und es gibt einfach Fundamentalisten und es gibt Bibelgläubige und es gibt Menschen, die irgendwie sich krallen an Dogmen, weil sie keinen inneren Halt haben. Die will ich ja nicht entwerten und die will ich trotzdem in der Gesellschaft leben und aufleben lassen. Und ich weiß aber, es gibt Sozialentwicklung, es gibt geistige Entwicklung, es gibt Fortschritte und in offenen, weiten Herzensraum und Bewusstseinsraum, wie Bodhidharmas offene Weite, nichts von heilig, das ist für mich sowas von weit und groß. Da können alle Religionen drin Platz haben, auch wenn die klein und eng und dogmatisch sind. Also dieses Thema Weiterentwicklung und weniger starke Entwicklung und dabei trotzdem diese Augenhöhe, da ist wie: Ich respektiere dich als Zentrum des Universums, denn ich bin auch das Zentrum des Universums. Da, diese Vereinigung, da kribbelt es bei mir, wenn ich das im Privaten entdecke, dann kommt auch nicht mehr die Flucht vor dem zu viel, ja, oder dem ich bin zu klein gegenüber deiner Größe. Die Flucht ist dann nicht mehr da. Ja. Ja. Ach, schön. Danke dir. Danke dir für das Gespräch und ich hoffe, wir setzen das bald mal wieder fort. Gerne, 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 gerne. Vielleicht kann das nächste Mal ich dich interviewen. Na klar. X-Begabungen und. Natürlich, gerne. Ja. Alles Liebe, ne? Ja, dir auch. Ciao, ciao.